Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn man in Online-Foren oder Facebook-Gruppen nach passenden Vorzelten für den Dacia Docker oder für andere Vans fragt, dann wird sehr häufig das Obelink Trinity als eine preiswerte und gute Möglichkeit genannt. Ich habe mir das Zelt in den letzten Wochen ausführlich angeschaut und zeige euch jetzt alles, was ihr dazu wissen müsst. Ich habe mir das Obelink Trinity für dieses Video selbst gekauft, werde das Video aber sicherheitshalber trotzdem als Werbung markieren. Wir fangen jetzt direkt mal an und schauen uns den Lieferumfang und den Aufbau an. Das Obelink Trinity kommt in einer verhältnismäßig kompakten Tasche und wiegt insgesamt 11 Kilo. Die Tasche hat allerdings keinen Reißverschluss, sondern das ist hier so ein Packsack, den man oben an einem Ende aufmachen kann. Nicht ganz optimal, aber auch kein großes Problem. Da haben wir als erstes eine separate Bodenplane. Dann haben wir hier eine Tüte mit Heringen. Das sind hier in diesem Fall diese ganz normalen Standardheringe, die man häufig mitgeliefert kriegt, die nicht so besonders gut sind und die sich auch sehr schnell verbiegen. Dann haben wir hier ein kleines Reparaturset mit dabei. Zwei Tüten mit allen möglichen Stangen zum Aufbau. Und dann natürlich das eigentliche Zelt. Dann schauen wir uns als nächstes mal den Aufbau vom Obelink Trinity an. Die Aufbauzeit ist dabei mit 15 Minuten angegeben und deswegen mache ich jetzt die 15 Minuten Challenge. Ich habe vorher ein paar Mal geübt, mal gucken, ob ich das in einer Viertelstunde hinkriege. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Zeit stoppen und los geht's. So, das Zelt steht und ich habe dafür ein bisschen über 20 Minuten gebraucht. Gar nicht mal so schlecht, oder? Ich bin jetzt allerdings auch klatschnass geschwitzt, denn ich habe mich echt beeilt. Und damit ich das so schnell hinkriege, habe ich das Ganze halt vorher wirklich auch ein paar Mal geübt und mir hier die optimale Aufbaureihenfolge ausgedacht. Der Aufbau an sich ist ein relativ normaler Zeltaufbau. Ich möchte euch jetzt allerdings noch mal ein paar Besonderheiten und auch ein paar Negativpunkte zeigen, die mir beim Aufbau aufgefallen sind. Als erstes mal kurz zu diesen beiden Hauptzeltstangen, die hier die beiden Bögen des Zeltes bilden. Das sind diese normalen, zusammensteckbaren Zeltstangen mit einem Gummiband in der Mitte, die man so kennt. Die sind in dem Fall hier allerdings nicht so besonders hochwertig. An den Verbindungsstücken sind die ziemlich scharfkantig und die halten da auch absolut nicht straff zusammen, sodass die beim kleinsten Zug sofort auseinanderrutschen. In Verbindung damit, dass die dann auch noch sehr lang sind, macht es das beim Einfädeln hier in die Schlaufen ziemlich schwierig. Insbesondere wenn man alleine ist, ist das wirklich eine fummelige Angelegenheit. Dann ist mir hier eine Kleinigkeit bei der Bodenplane aufgefallen. Man kann das Zelt ja wahlweise auch ohne Boden aufbauen und dafür gibt es hier im vorderen Bereich diesen Spanngurt, der dafür sorgt, dass das Zelt dann trotzdem quasi gerade und rechtwinklig aufgebaut wird. Allerdings ist dieser Spanngurt ungefähr 20 cm länger, als die Bodenplane an der Stelle breit ist. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, sollte aber meiner Ansicht nach auch nicht so sein und zeugt jetzt nicht unbedingt von der allerhöchsten Qualität. Die Anleitung von dem Zelt finde ich auch insgesamt nicht so besonders gut. Das ist halt hier nur auf Niederländisch und Englisch mit so kleinen Schwarz-Weiß-Abbildungen, aus denen man nicht so wirklich viel entnehmen kann. Deswegen habe ich für den ersten Aufbau von dem Zelt hier auch locker über eine Stunde gebraucht. Ihr solltet das also auf jeden Fall mal ausprobieren, bevor ihr damit das erste Mal in den Urlaub fahrt. Fertig aufgebaut hat man hier jetzt ein Zelt mit einer Grundfläche von 3 m × 2,50 m, wobei da natürlich die Ecken vorne abgeschnitten sind. Und in der Mitte hat man hier auch eine bequeme Stehhöhe von 2,10 m. Sehr schön ist es, dass das Zelt auch ohne, dass es ans Auto angedockt ist, problemlos frei stehen kann. Ist für uns besonders wichtig, weil wir im Urlaub auch sehr gerne mal mit dem Auto wegfahren wollen und dabei das Zelt natürlich stehen bleiben soll. Von der Stabilität her ist das Zelt allerdings nicht ganz so stabil wie die Zelte, mit denen wir sonst so unterwegs sind, ne? Gerade hier natürlich vorne die Fahrzeugseite, da die so komplett glatt ist, ist natürlich extrem windanfällig. Das sollte man auf jeden Fall gut abspannen. Im besten Fall auch nicht nur mit den mitgelieferten Heringen, sondern da sollte man sich ein paar vernünftige Heringe besorgen. Dann mal ein schneller erster Überblick über das Zelt an sich. Hier an der Seite haben wir ein großes Fenster, das wir allerdings nur von außen öffnen können. Eine Seite weiter haben wir dann hier den großen, schräg nach vorne abgespannten Haupteingang mit der Möglichkeit, das Ganze hier eben auch als Vordach nach vorne hin abzuspannen. Noch eine Seite weiter haben wir dann hier noch einen kleinen Seiteneingang. Den kann man auch komplett aufmachen und den könnte man theoretisch auch als Vordach nach vorne hin abspannen. Allerdings ist hier nur ein
paar der passenden Stangen und Schnüre dazu mitgeliefert. Deswegen muss man sich dafür einen Eingang entscheiden. Und hier auf der letzten Seite haben wir dann die Schleuse zum Fahrzeug hin. Primär ist das Obelink Trinity als Seitenzelt gedacht für Fahrzeuge, die eine Kederleiste haben. Deswegen ist hier auch so eine Kederschiene eingearbeitet. Wir gucken uns jetzt aber mal an, wie gut das Ganze trotzdem als Vorzelt für den Dacia Docker oder für andere Hochdachkombis funktioniert. Und als erstes schauen wir mal, wie gut das Ganze als Heckzelt funktioniert. Ich habe den Docker jetzt rückwärts vor die Schleuse gefahren und habe dieses kleine Vordach der Schleuse, wo halt eigentlich die Kederleiste dran ist, einfach seitlich mit zwei Leinen straff nach vorne hin abgespannt. Dafür sind hier auch so passende Ösen dran, wo man die Leine einfädeln kann. Allerdings musste ich mir die Leinen hier vom aufgestellten Vordach vom Haupteingang drüben klauen, weil hier nicht genug Leinen mitgeliefert sind. Das kleine Vordach der Schleuse hier ragt nicht so besonders weit aufs Autodach hinaus. Und man kriegt es auf diese Art und Weise auch nicht so richtig straff abgespannt. Das ist hier oben also trotzdem noch ziemlich labberig. Bei Regen könnte sich hier oben drauf also auch definitiv eine Pfütze bilden. Wenn man von innen schaut, sieht man, dass das Ganze rundherum auch nicht so hundertprozentig dicht ist. Das Ganze ist halt primär als Seitenzelt gedacht. Und deswegen gibt es ja auch keine Möglichkeiten, das irgendwie noch besser abzudichten, links und rechts. Wenn man die Türen vom Docker offen hat, dann nehmen die hier in dem Zelt relativ viel Platz ein. Das liegt daran, dass der wirklich gut nutzbare Bereich in dem Zelt mit Stehhöhe ja quasi nur bis hierhin geht, wo dann die Schräge nach vorne hin anfängt. Und da schränken einen die Türen, wenn die offen sind, dann doch schon ziemlich ein. Insgesamt finde ich das Obelink Trinity so als Heckzelt nicht ganz optimal, aber auch nicht total schlecht. Wenn ich das mal vergleiche mit dem Kido Creek Motor Free, das ich euch im letzten Video vorgestellt habe, oder auch mit unserem King Camp Zelt, das wir vorher immer benutzt haben, dann ist das bei den beiden schon ein bisschen besser gelöst. Allerdings sind die beiden natürlich auch als Heckzelte konzipiert, wohingegen wir das Obelink Trinity hier ja gewissermaßen nur als Heckzelt missbrauchen. Und das Obelink Trinity ist natürlich auch eine ganze Stange günstiger als die beiden anderen Zelte. Als Seitenzelt gefällt mir das Trinity deutlich besser. Man merkt sofort, dass es eben auch wirklich als Seitenzelt hauptsächlich konzipiert ist. Ich habe das Vordach von der Schleuse jetzt einfach übers Auto hinweg abgespannt. Dafür habe ich wieder die beiden einzigen mitgelieferten separaten Leinen nutzen müssen. Ich habe jetzt also keine Leinen mehr übrig, um eine von den beiden Türen hier vorne nach oben aufstellen zu können. Hier schließt das Ganze jetzt auch rundherum ziemlich gut ab und man hat auch keine Probleme mit dem Platz, weil das Ganze ja eine Schiebetür ist, die nicht ins Zelt hineinragt. Was mir aber auch in der Seitenzeltvariante nicht so gut gefällt, ist das Vordach hier von der Schleuse. Das kriegt man nämlich trotzdem nicht so hundertprozentig straff abgespannt, sodass das vom Wind sehr leicht hier nach vorne gedrückt werden kann. Und wenn es dann auch noch regnet, dann wird es hier definitiv reinregnen. Insgesamt ragt das Vordach auch nicht so besonders weit aufs Autodach hinaus. Man sollte also, wenn schlechtes Wetter angesagt ist, auf jeden Fall immer die Tür zumachen und auch hier die Tür vom Zelt zumachen. Dann habe ich jetzt noch ein paar allgemeine Infos hier zum Obelink Trinity. Das Zelt besteht aus Polyester und das ist auch ein gutes Standardmaterial für Zelte. Die Verarbeitung und die Qualität vom Zelt an sich geht auch in Ordnung. Hier ist alles gerade und nichts verzogen. Einen kleinen Punktabzug würde ich für die Stabilität geben. Gerade an so einem Tag wie heute, wo es etwas windiger ist, wackelt das Zelt schon ziemlich stark hin und her. Da habe ich schon stabilere Zelte gesehen. Nicht so begeistert bin ich von dem mitgelieferten Zubehör. Da merkt man, dass Geld gespart werden musste. Die Leinen, die hier dran sind, sind nicht besonders hochwertig, erfüllen aber natürlich ihren Zweck. Die mitgelieferten Heringe sind halt die billigen Standardheringe, die man so kennt. Zu den Zeltstangen habe ich euch vorhin beim Aufbau schon was gesagt. Die Nähte hier sind alle doppelt vernäht und auch zusätzlich nochmal abgeklebt. Allerdings sieht man da, wo der Faden durch den Stoff geht, teilweise schon etwas größere Löcher, wo das Licht durchschimmert. Die Wassersäule von dem Zelt hier ist mit 2000 mm angegeben. Das ist weniger als die empfohlenen 3000 mm, die ein Zelt haben sollte, um wirklich wasserdicht zu sein. Für wirklich starken Regen ist dieses Zelt hier sowieso nicht so ganz optimal. Da hat man dann noch ganz andere Probleme, zum Beispiel eben, dass die Schleuse nicht so hundertprozentig dicht ist und nicht weit genug übers Auto hinausragt oder eben auch der Boden, der hier nicht fest vernäht ist und wo natürlich seitlich auch Wasser eindringen kann. Apropos Boden. Die Bodenlösung, die hier gewählt wurde mit diesem losen Boden, finde ich persönlich nicht so wirklich optimal. Der Vorteil davon ist natürlich, dass man das Zelt auch ohne Boden aufbauen kann. Wenn man aber so wie ich einen festen Boden eigentlich bevorzugt, dann bringt diese Lösung hier eigentlich nur Nachteile mit sich. Einer der großen Vorteile eines festen Bodens ist ja,
dass das Zelt unten rundherum komplett dicht ist. Das wird halt hier mit dieser Lösung quasi ausgehebelt. Selbst wenn man die Bodenplane verwendet, hat man halt hier an den Seiten überall Spalten zwischen Boden und Wand. Da sind zwar hier so Laschen in die Wände eingebaut, die man hier unter dem Boden drunter stecken soll. Und damit kriegt man das Ganze auch relativ dicht. Allerdings, wenn es zum Beispiel windig ist, dann rutschen die Laschen hier halt auch sehr schnell ganz einfach unter dem Boden wieder raus. Und in den Ecken zum Beispiel kriegt man es halt trotzdem auch nicht komplett dicht. Ansonsten haben wir hier im Zelt natürlich noch den obligatorischen Deckenhaken. Der ist hier seitlich angebracht. Und wir haben zwei Fliegengitterbelüftungsmöglichkeiten. Einer davon ist eben hier in der Vordertür. Und die zweite befindet sich hier seitlich in diesem großen Seitenfenster. Da ist der ganze obere Bereich ein Fliegengitter. Ich bin beim Obelink Trinity etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite hakt es die wichtigsten Punkte ab, die man so braucht. Auf der anderen Seite ist es aber auch in keiner Kategorie wirklich überragend. Als Heckzelt würde ich persönlich es nicht empfehlen. Das kann ich dem Zelt aber natürlich auch nicht anlasten, weil es dafür ja auch nicht konzipiert ist. Und ich weiß, dass viele Leute es trotzdem als Heckzelt benutzen und damit sehr zufrieden sind. Da gibt es also definitiv auch andere Meinungen. Als Seitenzelt finde ich es schon eher empfehlenswert. Da ist es durchaus eine solide Wahl. Und wenn man vorher weiß, auf was man sich einlässt, wird man davon auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Bleibt zum Schluss noch der Preis. Letztes Jahr konnte man das Obelink Trinity noch für 99 Euro kaufen. Und damit war es echt ein Preis-Leistungskracher und hat zumindest in dieser Kategorie die Bestnote verdient gehabt. Leider wurde der Preis jetzt aber stufenweise auf 149 Euro erhöht, womit das Trinity jetzt auch bei der Preis-Leistung eher im Mittelfeld angekommen ist. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.